Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen, kurzen Video hier auf dem Kanal beim Zweitakt Berliner mit meinen ganzen tollen Neons im Hintergrund. Der Zweitakt Berliner hat neue Fischikowskis. Achtung, ein bisschen Algenklaus hier drinne. Aber es wird, hoffentlich. So, das soll gleich Thema des Videos sein. Was habe ich heute mit euch vor? Erstmal ein kleines Update zum letzten Video, was ich gemacht hatte. Ne, da hatte ich ja, ich muss mir mal irgendwie einen Stuhl hier hinstellen, dass wenn ich so ein Video von zu Hause mache, dass wir wenigstens das Aquarium im Hintergrund haben, dass es nicht so bescheuert aussieht. Weil jetzt stehe ich immer. Also ein Stuhl wäre ganz angenehm. dass wir ein bisschen eine Hintergrundszene haben, dass ich nicht mal hier meine kahlen Wände nur filme. Kleines Update zum letzten Video. Ich habe ja gesagt, wenn mit meinem Nachbarn sich irgendwas tut, dann sage ich euch ja nochmal Bescheid. Und ich glaube, es hat sich was getan. Leider nichts Positives. Ich glaube, der ist tatsächlich verstorben. Die waren nämlich heute hier und haben die Bude ausgeräumt. Irgendwelche Herrschaften, keine Ahnung, was da los war. Heute Morgen um 8 Uhr fing das an, hier rumzurumpeln wie Hölle. Also, was ist denn heute? Der 29. ist, glaube ich, heute. Ja. Und dann ging richtig die Party ab da bei dem. Und, also unten in der Wohnung, und die haben innerhalb von, ich glaube, 6 Stunden oder was, haben die ganze Bude da auseinander gepflückt und mit, keine Ahnung, 6, 7 Anhängerladungen den ganzen Scheiß weggefahren. Da wurde auch keine Rücksicht auf Klamotten genommen oder auf Schränke oder was auch immer. Alle drauf auf dem Hänger, wo viel kloppt da, und da war uns so ein Kind, das hat das alles zerkloppt da unten. Keine Ahnung, was denn seine Aufgabe war und warum der dabei war. Ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Bekannten von ihm waren, weil der hatte eigentlich niemanden mehr, also irgendwie ganz komische Aktion. Gut, jedenfalls, ja, leider. Der scheint nicht mehr unter uns zu sein. Wie sagt man jetzt? Rest in peace, genau. Ja, gut. Jetzt aber zum Thema, was eigentlich das Video hier kurz werden soll. Was ich mit euch vorhabe. Denn tatsächlich in meinem kranken Hirn hat sich wieder was zusammengebraut. und zwar eventuell ein neues Videoformat, wo ich mal eure Hilfe aber dann bräuchte, wenn wir das wirklich umsetzen wollen oder wenn ihr da Bock drauf habt. Da müsst ihr nämlich mitmachen, weil sonst wird das nichts. Und zwar, was geistert mir da in meiner Schädelplatte umher? Ich würde gerne ein Format ins Leben rufen, wo, das könnten wir zum Beispiel immer im Winter machen. Also entweder muss ich das über den Sommer dann sammeln und ich hau das im Winter dann alles raus, oder ich mache es einfach immer, wenn mir das was eingesendet wird. Ich würde gerne Reaction-Videos machen wollen auf eure Fahrzeuge. Ja, das ist jetzt egal, ob das eine Simson ist, ob das eine MZ ist, ob das ein Trabant ist, ob das ein Wartburg, ein Barkas oder was es da im Osten noch gibt, oder von mir aus auch ein Traktor aus dem Osten ist, oder ein 1.1er Trabi oder ein 1.3er Wartburg, ist auch egal. Ja, da könnt ihr alles einsenden. Ich muss meinen Arm abstützen hier, das tut immer voll weh, die Kamera zu halten. Da könnt ihr alles einsenden, was ihr wollt. Ja, da bin ich offen für alles. Also da beschränke ich mich jetzt, wie gesagt, nicht auf 2- oder 4-Rad. Aber bitte keine Westautos, ja, also nicht irgendwie ein Golf 3 oder so oder ein Golf 4, da wollen wir keine Reaction drauf machen, denn wir befassen uns ja hier mit Zweitaktern, und dann wäre es natürlich cool, wenn ihr auch euren Zweitakter einsendet, ne? Wie gesagt, bei 1.1er Trabi und 1.3er Wartburg meine Ausnahme, nein, sind ja auch Ostautos, also auch da gerne, wer sowas hat, und ja, ansonsten halt Zweitakter, wenn es geht. Gut. Wie stelle ich mir das Ganze vor? Also, ihr müsstet quasi von eurem Fahrzeug ein Video machen. Ja, in dem Video könntet ihr zum Beispiel euch auch mal kurz vorstellen, könntet erzählen, wer ihr seid und wie alt ihr seid, wenn ihr das sagen möchtet. Von mir aus auch ein Familienstand, was weiß ich. Nein, müsst ihr nicht. Einfach nur, wer ihr seid, wie ihr vielleicht zu diesem Auto auch gekommen seid, warum ihr dieses Auto habt. Manche haben ja auch eine Geschichte dahinter, ist auch immer ganz interessant, da mal zu hören. Und dann stellt ihr euer Auto einfach mal vor. Ihr kennt ja von mir so ein bisschen die Videos. Ich mache auch gerne noch mal ein Beispielvideo an einem meiner Fahrzeuge, wie ich mir das vorstelle, wie das auszusehen hat. Ja, und dann geht ihr da einfach um euer Auto mal rum und filmt, was ihr da zu stehen habt. Wann ihr euch das vielleicht noch gekauft habt. Wenn, ich kann auch vielleicht noch einen Fragebogen erstellen. Wer da Interesse hat, den kann ich den dann gerne zusenden. Und dann könnt ihr diesen Fragebogen auch in eurem Video abarbeiten. Ihr müsst jetzt ja nicht irgendeine High-End-Kamera haben. Also es reicht auch, wenn ihr das mit eurem Smartphone filmt. Wenn ihr jetzt nicht gerade ein iPhone 3G habt, sollte das ja eigentlich machbar sein, da ein halbwegs das Videomaterial zusammenzubekommen. Ne? Und dann geht ihr einmal um euer Auto da einfach rum und filmt das mal von außen, von innen, mal die typischen Roststellen, irgendwelche Besonderheiten an eurem Auto, wenn ihr da, weiß ich, wieder tiefer gelegt habt oder, keine Ahnung, hochgelegt habt. oder einen Heckspoiler auf dem Trabi hinten hochgeklatscht habt. Alle so eine Sachen könnt ihr dann auch filmen, könnt auch da gerne was zu sagen. Ja. Und ich würde dann quasi, wenn ihr mir das Video eingesendet habt, dann müssen wir mal halt überlegen, wo wir das oder wie wir das dann machen. Am einfachsten wäre es, die meisten
Die meisten von euch haben ja sowieso einen YouTube-Kanal, weil sie ja bei mir immer kommentieren. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr kein professioneller YouTube-Klaus, so wie ich oder wie viele andere hier seid, könnt ihr Videos bis zu 15 Minuten da hochladen, ohne Einschränkung oder irgendwas. Das heißt, ihr könnt einfach das mit eurem Handy aufnehmen und so wie es ist, bapp, hochladen. Und dann könnt ihr mir sagen, ey, Zweitakt Berliner, ich habe hier mein Auto hochgeladen, ich würde mir eine Reaction von dir wünschen. So, und dann schickt ihr mir den Link von dem Video. Ja, entweder über Insta oder ihr schreibt in die Videobeschreibung und da unten Video das rein. Ey, ich habe hier so ein Video fertig gemacht, würdest du es gerne reacten oder dir mal angucken wollen? Und dann gucke ich, ob ich mit diesem Videomaterial irgendwas anfangen kann. Macht da bitte kein Video draus, was eine Stunde ist. Irgendwas so, also wie gesagt, so zwischen 5 bis 15 Minuten. Das sollen dann auch immer mal so kürzere Videos werden, könnte ich mir da eher vorstellen. Ja, und dann, wie gesagt, gucken wir uns dann im Video gemeinsam. Also ich habe ja da so ein Programm, da kann ich mir das angucken, kann es aufnehmen, kann mein Gesicht aufnehmen, ne? Und bla 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 hier und kann es dann kommentieren, das Video. Nur wie so ein Livestream, der nur nicht live ist. Und ja, dann gucken wir uns das dann gemeinsam mit den anderen Zuschauern auch an und dann können die ja auch ihren Senf dazu abgeben. Wenn jetzt ein paar mehr Leute das einsenden, als wie ich jetzt erstmal so plane oder ich glaube nicht, dass jetzt da 1000 Einsendungen kommen werden, aber wenn doch relativ viel zusammenkommt, könnten wir theoretisch auch in einem Livestream machen. Dann sammle ich die Dinger und dann können wir die uns im Livestream auch gemeinsam angucken und dann im Livestream bewerten. Beziehungsweise ihr könnt dann live dabei sein, wenn ich mir das angucke und bewerte. Und dann hast du quasi dein Auto auf YouTube. Ist das nicht geil? Weil mir fällt es tatsächlich anhand meiner Arbeitszeiten sehr schwer, hier quer durch Deutschland jeden Tag zu pilgern und mir irgendwo ein Auto anzugucken und zu filmen von irgendjemandem. Meine, wäre zwar auch cool, das zu machen, aber da fehlt mir einfach die Zeit für. Das funktioniert nicht, also müssten wir es halt auf die Art und Weise machen. Wie gesagt, auch gerne deine Simson, ja, ist auch cool, habe ich schon erwähnt am Eingang des Videos, ich weiß. Und ich denke, da müsste es eigentlich hier allerhand Leute geben, die so ein Fahrzeug haben, ja, die ja hier auch Stammzuschauer sind, die da vielleicht Lust drauf haben und das mir dann mal schicken. Würde ich mich sehr freuen darüber. Ich meine, wenn es mal einen Tag nicht regnet, könnt ihr das ja da mal rausrollen, das Auto. Wenn ihr in eurem Video nichts sagen wollt zu dem Thema, ja, und einfach nur das Auto filmt, ist das auch okay. Dann sagt mir bloß vorher Bescheid, ey, du, ich habe hier no commentary Video aufgenommen für mein Auto. Ich habe jetzt nichts weiter gesagt, denn dichte ich mir das selber zusammen oder du schreibst mir das eventuell dann noch, wie du dazu gekommen bist oder so. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann gehe ich dann die Fragen halt in dem Video dann nochmal durch oder gehe darauf ein, was auch immer und gucke mir dann halt anschließend das Auto an. Das würde auch gehen. Ja, so stelle ich mir das vor. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das gerne mal hier in die Kommentare rein. Wer jetzt gleich Bock hat, ein Video zu machen zu dem Thema, dann sagt mir gerne Bescheid. Dass ich schon mal vorgewarnt bin, da könnte was kommen die nächsten Tage und dann können wir mal gucken, wieso die ersten 2-3 Videos da so werden, ob ihr da Bock drauf habt, ob euch das vielleicht so langweilig ist. Ich habe ja schon seit längerem hier auch die Playlist auf dem Kanal Zweitakt Berliners Community Fahrzeuge, nur leider ist da bis auf von Charlie 2 Videos nichts weiter drin und ich würde die gerne mal ausbauen, die Liste, dass man auch mal so weiß, oder ich auch weiß, dass ich euch auch mal ein bisschen kennenlerne und weiß, was ihr da für ein Zeug rumfahrt da draußen. Ja, ich würde das nämlich total feiern. Und es ist ja mal interessant. Ja, und nicht mit jedem kann ich auf ein Treffen drehen. Ich bin auch nicht auf jedem Treffen. Ja, Wartburg oder Trabi-Treffen, aber was auch immer. Also, wie gesagt, wenn ihr in Bayern wohnt und hier oben bei mir an der Ostsee sind Trabi-Treffen, fährt ja da auch keiner nach Anklam von Bayern aus. Mal so unbedingt nebenbei mal auf die Schnelle. Also, vielleicht ist ja eine ganz coole Idee, dass ich, wie gesagt, auch mal eure Autos ein bisschen kennenlerne. Meine kennt ihr ja alle. Und vielleicht haben ja da auch andere Bock, wie gesagt, das jetzt auch anzugucken. Vielleicht könnt ihr dann auch Kontakte knüpfen untereinander. Ja, ich werde euch dann immer auch verlinken. Wenn ihr Insta habt, schreibt mir auch Insta nochmal dazu. Oder euren YouTube-Kanal habe ich ja dann, wenn ihr das auf YouTube hochladet. Und dann könnt ihr vielleicht auch mit anderen Bekloppten hier, so wie mit mir Bekloppten, auch ein paar Kontakte noch knüpfen. Vielleicht auch eine coole Sache. So, ich glaube, ich habe alles gesagt. Video, react auf euer Video. Ich kann auch eine Bewertung abgeben zu dem Auto, ja, weiß ich nicht, eine 3 von 10 oder eine 9 von 10, ne, was auch immer, was uns dann da erwartet im Video, könnten wir auch machen, wenn ihr noch andere Vorschläge habt, was ich damit einbauen könnte in dieses Video, wenn ich mir sowas anschaue, wenn mir tatsächlich jemand sowas schickt, dann auch gerne ich auch wieder hier in die Videobeschreibung, wenn euch da noch was einfällt, was man machen könnte. Und ja, je nachdem, wie viele Leute Interesse haben, wie gesagt, meldet euch einfach mal, dann erstelle ich im Notfall diesen Fragebogen oder ihr macht einfach mal frei Schnauze drauf los und ich guck mal, was bei rumkommt. Und wenn ich mit dem Videomaterial was anfangen kann, dann tue ich da ein Video draus. Ist doch cool. Aua, mein Kiefer hat sich gerade verhakt. Heilige Scheiße, was war das denn? Ja, und vielleicht haben wir ja dann ein cooles neues Format hier, was ich auch immer mal so ein bisschen
als Lückenfüller auch mal nutzen kann. Ne? Von zu Hause aus mal ein Video machen ist auch mal ganz angenehm, als wenn ich immer zum Container fahren muss, so rum. Jetzt, wie gesagt, im Winter mit Schrauben wisst ihr ja selber. Ja, es können auch gerne natürlich Leute Videos einsenden, die ich persönlich kenne, auch wo ich die Autos schon gesehen habe. Ja, es gibt ja den einen oder anderen, der hat ja hier auch schon Videoerfahrung von den Leuten, die ich kenne. Also, wer auch da Bock hat, ich meine, es ist ja auch für euch eine Werbung, ne? Wenn ihr jetzt einen YouTube-Kanal macht oder vielleicht habt ihr auch vor, YouTube zu machen, ja, und ihr schmeißt eure Karre da mal hoch, ich gucke mir das an, dann ist ja auch Werbung für euren Kanal, ne? Vielleicht hat der eine oder andere dadurch auch mal noch einen kleinen Boost auf seinem Kanal und ja, wird vielleicht spontan auch nochmal ein YouTube-Klaus, man weiß es nicht. Weil bei mir kam das ja auch aus dem Nichts, nenne ich es mal, ne? Ich habe mir nur gesagt, was der Dicke aus dem Norden kann, das kann ich auch. Ja, gut, Freunde, das soll schon gewesen sein. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, ballert die Kommentarbox da unten voll, alles rein da, was geht. Ansonsten mache ich nochmal ein Update-Video zu dem, falls ich irgendwas vergessen habe, jetzt Wichtiges oder irgendwas unklar ist. Ja, dann knüpfe ich das hier nochmal an das Video dann. Ja, und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Einsendungen. Ja, habt eine gute Zeit und falls wir uns nicht mehr vorher sehen, guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.